Mike Klucko, mehr BB Entertainment. Wir sind im Musical-Dom. Der hat sich in etwas verwandelt, glaube ich, was man gar nicht mit Worten beschreiben kann. Man muss das, glaube ich, sehen, wenn das Musical ab 6. November läuft. Ein gigantisches Investment in den Musical-Standort Köln. Warum? Also wenn man entscheidet, wohin eine Show geht, dann versucht man erstmal alle Indikatoren des Marktgeschehens sozusagen zu prüfen. So haben wir auch eine Städteanalyse gemacht zwischen Berlin, Hamburg und Köln, wo dieses Stück am besten hinpasst. Und die Antworten waren relativ eindeutig und haben auf Köln gezeigt. Und so ist eben Moulin Rouge nach Köln gekommen und nicht in den Admiralspalast nach Berlin zum Beispiel. Und die Verwandlung in den 6 Monaten war sehr anstrengend und vielfältig. Aber ich glaube, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Lag aber jetzt nicht daran, dass wir hier so eine schöne Thalys-Verbindung nach Paris haben. Nein, daran lag es natürlich nicht. Aber so ein Bühnenbild zusammenzubauen, dafür braucht man Kreative und Handwerker auf der ganzen Welt. Wir haben also Bühnenteile aus Australien zum Beispiel, Kostüme aus England, Bühnenteile aus Amerika, aus Deutschland, von Studio Hamburg gebaut zum Beispiel. Und das alles zusammenzubringen, logistisch auch, weil es teilweise mit Schiffen angeliefert wurde, war ziemlich herausfordernd. Aber wie immer, am Ende passt alles und der Vorhang wird aufgehen am 6. November. Jetzt sind Sie der Produzent. Wir sehen ja hier schon die perfekte Inszenierung, sage ich mal. Wie war das, wie das hier so im Werden war für Sie? Also wenn dann vielleicht so nur der Rüssel vom Elefant schon mal da war oder so, so stelle ich mir das jetzt laienhaft vor. Also war das irgendwie auch ein besonderer Moment für Sie als Produzent, das hier so zu verwandeln? Sie kennen ja den Musical-Dom schon länger. Ja. Also wer die Show gesehen hat, so wie ich am Broadway, und sich dann überlegt, diese Show in das eigene Theater zu holen, der muss sich darüber im Klaren sein, welchen Aufwand das mit sich bringt. Und das war uns relativ schnell klar. Und das waren aber auch die schwierigsten Wochen, die ersten Wochen, eben jetzt mit dem Modell des Musical-Doms zu arbeiten und das Bühnenbild dort einzubauen und festzustellen, passt das nicht, wie sind die Dimensionen zueinander, dann die Entscheidung zu treffen, die Kapazitäten zu verringern im Musical-Dom. Wir hatten ja früher mal 1.750 Plätze, jetzt nur noch 1.550, also 200 Plätze weniger. Aber das brauchte diese Show eben, weil wir so viele Kulissen eingebaut haben, haben wir weniger Platz. Ich finde, es hat sich gelohnt, aber das waren für mich die spannendsten Sachen. Als dann der Umbau wirklich losging und sozusagen alles rausgerissen wurde, um alles neu einzubauen, dann ist es reines Handwerk und dafür sind die Companies, die wir haben, lokale Handwerker als auch internationale Handwerker, eben sehr, sehr gute Handwerker, die das in der richtigen Zeit alles auf den Punkt gebracht haben. Jetzt kommt ja auch die Musical-Branche aus einer schwierigen Phase. Muss man nicht um den heißen Brei rumreden. Trotzdem ein gigantisches Investment. Schlottern Ihnen manchmal vor so viel Mut selbst sozusagen die Knie? Also die Kultur hat natürlich sehr gelitten unter den letzten beiden Jahren der Pandemie. Harry Potter wurde am Tag vor der Premiere, also eine unserer Shows am Tag vor der Premiere abgesagt und hat 2 Jahre später dann Premiere gehabt. Starlight Express war für die erste Zeit seit 34 Jahren geschlossen, länger als 12 Monate geschlossen. Wir sind jetzt aber zurück. Seit Oktober spielt Starlight Express, seit letztem Jahr Oktober. Harry Potter spielt seit Dezember letzten Jahres und jetzt kommt Moulin Rouge am 6. November. Investitionen sind immer aus unserer Sicht antizyklisch zu treffen. Und das ist deswegen auch jetzt zur richtigen Zeit für uns, nämlich antizyklisch. Ich glaube, wir bieten den Menschen, den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen. Und zwar völlig zu entfliehen. Wenn sie hier reinkommen und diesen Saal sehen, dann vergessen sie alle ihre Sorgen und alles, was sie bisher beschäftigt hat, negativ. Und sie werden einen sehr schönen Abend erleben, den sie auch mitnehmen, der lange nachhalt, bestimmt 4, 5, 6 Monate. Und ich glaube, das ist das richtige Stück zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mike Klucko, mehr BB Entertainment, herzlichen Dank. Sehr gerne.